Hallo und herzlich willkommen, liebe Messerfreunde. Heute habe ich für euch ein kleines Update zum Victorinox Ranger Grip. Also, konkret geht es um Folgendes. Und zwar habe ich neulich erst erfahren, dass alle Ranger Grip Modelle, also wirklich alle Ranger Grip Modelle, den Bithalter mit an Bord haben. Jetzt! Leck mich am Arsch! So was Cooles habe ich ja noch nie gehört! Das ist nicht nur praktisch, das ist auch noch abgefahren. Ja, liebe Freunde, wie ihr seht, ich bin hier bei uns in Arbeitskleidung auf der Baustelle hier in Argentinien. Im Hintergrund seht ihr das Häuschen, was wir hier gerade am Bauen sind. Das ist hier das optimale Testgelände für Messer und Werkzeuge. Sind hier täglich im Gebrauch verschiedene Sachen. Möchte ich gleich vorweg sagen, dass das hier keine Anleitung für diesen Umbau ist, für den Bithalter-Umbau. Ich habe das selber auf einem YouTube-Video gesehen oder beziehungsweise in einem YouTube-Video gesehen, wie dieser Umbau gemacht wird. Dieses Video beziehungsweise den Link zu diesem Video packe ich euch mit in die Videobeschreibung hier rein unter dem Video. Also wenn ihr wissen wollt, wie das gemacht wird, konkret, dann schaut in die Videobeschreibung, klickt auf den Link, dann kommt ihr auf dieses YouTube-Video mit der Anleitung zu dem Umbau. Zum anderen kann ich euch den Umbau jetzt gar nicht mehr zeigen, weil ich habe den bereits gemacht und habe leider nicht mitgefilmt, die ganze Geschichte. Das heißt, ich habe jetzt kein zweites Ranger Grip mehr zur Hand, um euch den Umbau nochmal zeigen zu können. Meiner Meinung nach lohnt sich der Umbau nicht bei jedem Ranger Grip Modell. Also der Bithalter ist schon überall mit drin eigentlich, aber er lohnt sich nicht bei jedem Ranger Grip Modell. Und warum das so ist, das möchte ich euch hier kurz im Detail erklären. Also ich muss jetzt hier ein bisschen improvisieren. Ich habe hier jetzt auf der Mauer von unserem Häuschen hier das Stativ aufgebaut. Hier seht ihr das Ranger Grip und ich habe da schon das Loch reingemacht hier. In dem Video, wo die Anleitung, also wo das beschrieben wird, wie der Umbau vonstatten geht, da hat der Herr, der das gemacht hat, einen 4 mm breiten Schlitzbit vorne scharf geschliffen und hat mit diesem dann quasi dieses Sechskantloch ausgestanzt. Das seht ihr, wenn ihr euch das Video anschaut. Ich habe das hier gemacht mit einem alten Schraubendreher, den ich mir hier vorne an der Spitze ein bisschen zurecht geschliffen habe. Der ist dann auch 4 mm breit und ich habe die Kanten hier ein bisschen weggeschliffen. Also mit dem habe ich das ausgestanzt. Ist einer, wo man hinten auch mit dem Hammer draufschlagen kann. So, also der Umbau geht folgendermaßen vonstatten. Diese Sechskantlöcher sind hier schon in den Layern mit drin. Das Einzige, was man machen muss, man muss diese Griffschale hier entfernen. Also die Seite, wo auch der Druckknopf hier ist, um die Klinge zu entriegeln. Und wenn ihr die Griffschale entfernt habt und umdreht, dann seht ihr schon an dieser Stelle den Sechskant in dem Kunststoff drin. Also das ist schon vorgegeben, die Position. Da müsst ihr dann einfach die Griffschale verkehrt rum auf ein Brett legen und das dann quasi mit 6 Hammerschlägen ausstanzen, dieses Loch. Jetzt möchte ich euch kurz sagen, warum das meiner Meinung nach nicht für jedes Ranger Grip geeignet ist, dieser Umbau. Und zwar, wenn man da in das Loch reinschaut, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ich glaube eher schlecht, dann sieht man, dass dieses Loch durch zwei Layer durchgeht und praktisch an der Säge endet. Wenn man sich das Messer jetzt hier anschaut von oben, dann sieht man hier vorne den ersten Layer. Dann kommt hier die Klinge, da geht der Bithalter drunter durch unter der Klingenspitze und dann sieht man hier den zweiten Layer und dann kommt die Säge. Das heißt, der Bithalter geht hier durch zwei Layer hindurch. Jetzt gibt es ja Ranger Grip Modelle, die, ich sag mal, nur eine Klinge haben. Also auf einer, die relativ schmal sind, die nur eine Klinge haben und auf der anderen Seite vielleicht einen Schraubendreher oder einen Korkenzieher. In dem Fall würde der Bithalter nur durch einen Layer durchgehen. Und das ist meiner Meinung nach nicht ausreichend stabil. Jetzt hier geht es durch zwei Layer durch, das ist in Ordnung. Hier seht ihr, wie das aussieht, wenn der Bithalter drin ist. Man kann natürlich hier auch den Bit entfernen, könnte jetzt hier
diesen Vierkant drauf machen und dann eine Nuss als Beispiel. Also ihr könnt da ja sowieso sämtliche Bits, was es so gibt, könnt ihr da verwenden. Aber man könnte auch mit so einem Adapter hier, mit so einem Vierkantadapter, eine Nuss drauf machen. Ich hoffe, man sieht das gut hier. Ich habe hier ein bisschen mit der Sonne zu kämpfen. Aber alles in allem ist das eine recht praktische Geschichte. Man hat halt eine zusätzliche Funktion noch bei dem Messer jetzt mit aktiviert. Allerdings erlischt die Garantie dabei sehr wahrscheinlich. Also das müsst ihr euch, da müsst ihr euch im Klaren drüber sein, dass in dem Fall die Garantie dann futsch ist. Ja, das Loch ausstanzen ist, sag mal, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass das nicht dann nachher verhunzt aussieht. Bei mir ist es nicht ganz so schön geworden, aber es ist okay. Ich habe es ausgestanzt und habe danach noch ein bisschen mit dem Skalpell verschönert. Also mit dem Kunststoff weggeschnitten mit dem Skalpell. Und habe dann zusätzlich noch, weil man da innen drin das Grüne gesehen hat von dem Kunststoff hier, habe ich das noch mit einem schwarzen Edding innen drin komplett schwarz gemacht. Wenn das ein paar Mal benutzt worden ist mit dem Bithalter, dann ist das sowieso nicht mehr so schön, denke ich. Also liebe Freunde, das war hier ein kurzer Hinweis, sage ich jetzt mal, da auf die Möglichkeiten, die man hätte, wenn man dieses Ranger Grip hier von Victorinox hat. Im Übrigen ist das Ranger Grip hier mein Lieblingsmodell von Victorinox, obwohl das Design ist ja eigentlich von Wenger. Wenger hat es erfunden, Victorinox hat Wenger gekauft und das Modell hier ganz einfach weiter produziert. Also das ist ein Design von Wenger, das Ranger Grip hier. Für mich ist das die schönste Serie hier von Victorinox. Das ist ein richtig schön großes Taschenmesser, hat man richtig was in der Hand. Und die Form der Klinge und vom Griff und so weiter gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, wie gesagt, das war hier ein kurzer Hinweis auf die Möglichkeit, das Messer umzubauen. Ihr müsst allerdings beachten, dass dann die Garantie erlischt, wenn ihr das macht. Also wenn ihr da an den Griffschalen rumbastelt, ist sehr wahrscheinlich die Garantie futsch. Und das sollte man bedenken, wenn man diesen Umbau macht. In meinem Fall ist das jetzt egal. Ich kann das Messer sowieso nicht in Reparatur oder als Garantiefall zurückschicken in die Schweiz, weil das viel zu aufwendig wäre jetzt hier von Argentinien aus. Ich packe euch ein paar verschiedene Ranger Grip Modelle mit in die Videobeschreibung rein, also Produktlinks dazu von Amazon. Das sind Modelle, die mehrere Layer haben, wo der Bit dann auch ordentlich drin sitzt, beziehungsweise der Bithalter. Packe ich euch ein paar verschiedene Modelle mit rein. Schaut euch das mal an. Also geht's, im Wesentlichen sind die Unterschiede da, dass die Klinge einhändig oder zweihändig zu öffnen ist. Manche Modelle haben einen Wellenschliff, manche Modelle haben statt den Korkenzieher einen Kreuzschraubendreher. Schaut einfach mal, ob was passendes für euch dabei ist, wenn es euch gefällt, wenn ihr Interesse an so einem Ranger Grip habt. Wenn ihr das über einen von meinen Links hier kaufen solltet, über Amazon, dann werde ich da mit einer kleinen Provision entlohnt für die ganze Geschichte. Das heißt, ihr unterstützt diesen Kanal auf diesem Weg dann auch mit. Okay, das war es auch schon für heute. Kurze Info hier zum Victorinox Ranger Grip und bis zum nächsten Video. Viele Grüße hier aus Misiones in Argentinien. Bis demnächst. Ciao, ciao.